Hi, im heutigen Video geht es um das Thema Bildrauschen und wie du dieses aus deinem Foto entfernen bzw. reduzieren kannst. Doch was ist Bildrauschen überhaupt? Wenn du schon mal ein Bild bei schlechtem Licht gemacht hast, dann ist dir vielleicht aufgefallen, dass dein Bild so eine leichte Körnung oder wie man bei uns in Österreich sagt, so ein Grieseln hatte. Genau das ist Bildrauschen. Das tritt nämlich immer dann auf, wenn deine Kamera oder du selbst die Empfindlichkeit deines Kamerasensors erhöhen musst, um bei schlechtem Licht noch ein unverwackeltes Bild hinzubekommen. So etwas machst du, indem du die ISO erhöhst. Daher ist die Qualität des Bildes bei einer hohen ISO viel schlechter als bei einer niedrigeren ISO. Dafür brauchst du allerdings auch genügend Licht. Also, hast du viel Licht, so kannst du mit einer niedrigeren ISO arbeiten. Hast du wenig Licht, ja, dann musst du leider die ISO nach oben erhöhen, was das Bildrauschen natürlich auch erhöht. Die Frage ist aber nun, wie bekommt man so ein Bildrauschen überhaupt los? Und hier gibt es verschiedene Möglichkeiten. Eine Möglichkeit ist es, das Rauschen des Bildes direkt in Photoshop rauszurechnen. Die zweite Möglichkeit ist, das Rauschen in Lightroom oder in Camera Raw zu reduzieren. Und die dritte Möglichkeit ist eine Zusatzsoftware, wie zum Beispiel Topaz Denoise AI. All diese Möglichkeiten werde ich dir nun vorstellen. Also, fangen wir an. Ja, wie du sehen kannst, befinden wir uns hier nun in Adobe Photoshop Bridge. Wer die Bridge noch nicht kennt, das ist ein kleines Zusatzprogramm, wie zum Beispiel auf dem Windows-PC der Windows Explorer oder auf dem Mac der Finder. Allerdings, wenn ich hier zum Beispiel dieses erste Bild anklicke, dann bekomme ich mehrere genauere Informationen angezeigt, wie zum Beispiel hier die ISO 3200. Dann habe ich hier noch mit einer Blende 4 fotografiert und mit einer Verschlusszeit von einer 60stel Sekunde. Und da ich hier eine so hohe ISO hatte, habe ich natürlich in diesem Bild und auch in den anderen Bildern, die ich mit so hoher ISO fotografiert habe, ein recht hohes Bildrauschen. Und deswegen öffne ich nun zur Demonstration hier mal dieses erste Bild. Hierbei handelt es sich um ein RAW-Bild und wenn ich dieses öffne, dann komme ich automatisch in den Kamera-RAW-Modus. Das heißt, ich habe hier verschiedene Regler, die ich dementsprechend anpassen kann. Hier habe ich schon ein paar Werte angepasst, wie du sehen kannst. Aber um das geht es heute nicht, sondern das kannst du dir in einem anderen Video ansehen, das ich dir gleich verlinken werde, sondern es geht heute um das Bildrauschen. Wenn ich hier ins Bild reinklicke, dann sehe ich hier unten, habe ich einen bestimmten Prozentsatz. Das heißt, hier bin ich eigentlich schon näher dran, als eigentlich ja, das Bild groß ist. Deswegen klicke ich hier mal drauf und stelle hier auf 100%, um das Bild in der Originalauflösung zu sehen. Nun sehe ich hier, wie vorhin bereits angesprochen, dass dieses Bild hier etwas rauscht. Eigentlich nicht nur etwas, sondern schon relativ viel. Und um dieses Rauschen nun rauszubekommen, klicke ich hier unten in den Dialog Details. Hier in diesem Dialogfeld kann ich nun verschiedene Parameter einstellen. Das heißt, normalerweise, wenn ich das Bild zum ersten Mal öffne, dann habe ich hier schon mal bei Schärfe 40 eingestellt und hier bei Rauschreduzierung Farbe den Wert 25. Das sind so Standardwerte, die ich persönlich eigentlich auch recht gut finde. Natürlich kannst du hier zum Beispiel auch die Schärfe rausnehmen oder du kannst auch hier die Rauschreduzierung der Farbe rausnehmen. Wenn ich nun noch etwas näher ranzoome, dann sehe ich hier zum Beispiel, dass hier ein Farbgrieseln, also ein Farbrauschen ist, welches ich hier mit der Rauschreduzierung Farbe, wenn ich den Regler nach rechts drehe, hier rausrechnen lassen kann. Der wichtigste Punkt allerdings hier beim Rauschreduzieren ist, wie der Name schon sagt, hier dieser Regler Rauschreduzierung. Ich stelle die Schärfe noch vorher kurz auf 40 retour und fange nun an, einfach mit diesem Regler weiter nach rechts zu gehen. Dann warte ich immer kurz, da hier Photoshop bzw. Kamera RAW etwas rechnen muss und schaue mir das Bild nochmals an. Wie du sehen kannst, bin ich ja hier auf 200%, das möchte ich allerdings nicht haben, deswegen gehe ich hier wieder auf 100%. So, nun kann ich das Bild recht gut beurteilen und gehe mit der Rauschreduzierung weiter nach rechts. Jetzt könntest du natürlich denken, okay, dann drehe ich einfach die Rauschreduzierung komplett hier nach rechts auf 100%. Allerdings, wie du dann sehen kannst, verlierst du hier sehr, sehr viel Struktur und das Bild sieht eher aus wie ein Comic und nicht wie ein Foto. Deswegen
Wie gesagt, fange ich hier einfach mal links an und gehe so weit rauf, bis mir hier so ein Zwischenwert passt. Das heißt, etwas Rauschen kann ja noch drin sein, allerdings sollte ich hier die Struktur nicht komplett verlieren. Also du musst hier einen Mittelwert finden, der dir vom Gefühl her, ja, mit dem du vom Gefühl her recht gut leben kannst. Ich würde mal sagen, so in etwa bei ungefähr, ja, 30, ich weiß nicht, sind das Prozent, wie auch immer, bei 30 in etwa passt mir das so recht gut. Und deswegen würde ich mal sagen, öffne ich das hier im Photoshop. Okay, hier im Photoshop kannst du unten links, ich hoffe, man sieht das, kannst du auch den Prozentsatz deiner Ansicht sehen. Wenn du nun etwas näher reinzoomst, dann würde ich dir empfehlen, hier das Bild auch auf 100% zu bewerten. Wie gesagt, ist das nun unsere Rauschreduzierung, die wir in Kamera RAW vorgenommen haben. Das ist die erste Möglichkeit. Genauso funktioniert das im Lightroom. Also ich bin hier in Adobe Lightroom. Zu diesem Programm von Adobe werde ich in Zukunft noch mehrere Tutorials bringen, aber zu dem später. Wie gesagt, in Adobe Lightroom gibt es hier auch denselben Punkt Details und auch hier hast du prinzipiell dieselben Einstellungsmöglichkeiten. Hier sind noch ein paar weitere Einstellungsmöglichkeiten, wo du noch etwas verfeinern kannst. Diese findest du allerdings, das habe ich vorher vergessen zu zeigen, deswegen mache ich hier nochmals Kamera RAW auf und kann hier, wenn ich hier dieses kleine, ja, Dreieck aktiviere, hier auch noch ein paar Details zur besseren Regulierung einblenden lassen. Ich würde aber sagen, wir belassen das so, wie ich das vorhin gemacht habe, da sich hier eigentlich nicht wirklich viel verändert. Ich gehe hier auf Abbrechen und wie gesagt, hier haben wir unser vorher rauschreduziertes Bild, das wir mit Kamera RAW um das Rauschen reduziert haben. Deswegen speichere ich mir hier dieses Bild erstmal ab. Also ich gehe hier auf Speichern unter und benenne das Bild, damit wir das nachher besser wissen, als Kamera RAW-Variante. Das speichere ich mit 12, also mit der höchsten Einstellung. Und nun zeige ich euch, wie wir das Rauschen auch in Photoshop rausrechnen könnten. Ich schließe hierfür das Bild nochmals, gehe hier wieder in meine Bridge, öffne das Ganze nochmals und nehme hier nochmals kurz die Rauschreduzierung, hoppala, ich schließe das kurz, hier die Rauschreduzierung komplett raus. Rein nur der Fairness halber. Nun öffne ich das Bild, denn es könnte ja auch sein, dass du einmal ein JPEG-Bild und kein RAW-Bild bekommst. Und deswegen können wir das Ganze nun unter zwei verschiedenen Varianten im Photoshop rausrechnen lassen. Die erste Variante ist, ich dupliziere mir hier mal diese Ebene und gehe dann Filter und dann Rauschfilter und Rauschen reduzieren. Und hier hast du nun ein paar Einstellungsmöglichkeiten. Zoome etwas ins Bild rein, also dass wir hier, hoppla, also dass wir hier wieder auf 100% sind. Und nun kannst du hier mit der Stärke, also die Stärke des kompletten Rauschfilters, kannst du hier nach rechts fahren. Ich würde dir empfehlen, hier in dem kleinen Dialogfenster, also hier in der Vorschau, an einen Ort hin zu zoomen, wo du zum Beispiel hier wie den Haaren viel Struktur hast, damit du das Ganze besser bewerten kannst. Die Stärke, wie gesagt, die stelle ich jetzt mal auf 10, also auf volle Power, und dann kann ich hier noch Details erhalten, auch wieder nach oben schrauben. Wie du hier sehen kannst, kommt dann allerdings das Rauschen wieder retour. Das heißt, ich gehe hier wieder etwas zurück und muss auch hier einen Mittelwert finden, der mir dann so passt. Details scharf zeichnen kann man machen, muss man nicht machen. Auch hier kommt natürlich das Rauschen wieder mehr zurück. Deswegen gehe ich auch hier etwas retour und man sieht schon, hier bin ich ungefähr auf dem Ergebnis, das wir vorhin schon im Kamera RAW-Filter hatten, also beziehungsweise ja, im Kamera RAW-Bedienfeld. Ich bestätige das mit OK, dann dauert das ganz kurz. Und nun kann ich hier in der Vorher-Nachher-Ansicht, man sieht das hier, wie gesagt, in den Haaren und auch hier in den feinen Details etwas besser, ist das Rauschen etwas weggekommen. Allerdings ist auch hier die Struktur beziehungsweise die feinen Details sind hier etwas weg. Etwas Rauschen habe ich hier noch drin, denn wie gesagt, wenn ich das hier komplett mit Photoshop rausrechnen würde, dann habe ich hier nachher nur noch eine matschige Textur, die aussieht, als wäre das Bild gemalt gewesen. Und das möchte ich natürlich nicht haben. Ich lösche hier nochmals kurz die Ebene, denn ich zeige euch noch eine zweite Möglichkeit, wie man das zum Beispiel bei einem JPEG-Bild machen könnte. Und zwar dupliziere ich mir nochmals die Ebene mit dem Rauschen, also wie gesagt, das ist eigentlich das Originalbild, wie wir es gerade in Photoshop zuerst geöffnet haben.
und nun kann ich hier unter Filter in den Kamera-RAW-Filter gehen. Im Kamera-RAW-Filter habe ich nun wieder dieselben Optionen, die ich vorhin im Original-Kamera-RAW gehabt habe, so wie wenn ich jetzt zum Beispiel ein RAW-Bild öffnen würde. Auch hier gehe ich auf 100%, mache hier dieses Bild etwas größer, gehe auch hier wieder in den Bereich der Haare und kann auch hier wieder mit der Rauschreduzierung nach oben fahren. Das mache ich wieder wie gehabt so weit, bis mir das Ganze passt. Also ich schaue mir das jetzt mal auf 100% an. Ja, so wäre das etwas, naja, eigentlich geht das hier recht gut und bestätige das mit OK. Dauert wieder ein wenig und hier im Vorher-Nachher-Vergleich würde ich mal sagen, hat das soweit eigentlich relativ gut gepasst. Ich führe die Ebenen auf Hintergrundebene zusammen und speichere mir das nun unter Photoshop-Variante. Okay, das bestätige ich auch. Und nun zeige ich euch noch ganz kurz, wie das Ganze mit der Zusatzsoftware Topaz Denoise AI funktionieren würde. Hierfür schließe ich nochmals das Bild und mache das Bild der Fairness halber hier nochmals in Kamera RAW auf. Um das Rauschen, sofern das nicht schon draußen ist, doch das ist schon draußen, um das Rauschen, also die Rauschreduzierung, hier nochmals rauszunehmen. Also ich öffne das Bild und werde dieses nun gleich so 1:1 als JPEG-Bild abspeichern. Das heißt, ich speichere das unter hier Original JPEG ab. Gut, denn es gibt zwei Möglichkeiten. Also entweder kannst du wie vorhin schon hier über ein Plugin arbeiten, also Topaz Denoise AI als Plugin verwenden oder separat im Programm öffnen. Als erstes zeige ich dir die Plugin-Version. Das heißt, ich mache mir hier mal ein Duplikat dieser Hintergrundebene und gehe dann unter Filter auf Topaz Labs und Denoise AI. Das dauert nun ganz kurz und nun öffnet sich auch schon Topaz Denoise AI. Hier gibt es mehrere verschiedene Einstellungen. Und zwar kannst du erst einmal hier in der Mitte den Vorher-Nachher-Vergleich ansehen. Du kannst aber auch hier oben einfach auf Original bzw. hier verschiedene Ansichten anzeigen lassen. Du kannst hier hinein oder herauszoomen. Ich gehe wie vorhin schon auf 100%, damit das auch wirklich so ist, wie das Bild ja, mit 100% aufgenommen wurde. Und hier kannst du nun verschiedene Sachen einstellen. Du kannst hier einmal Denoise AI einstellen, AI Clear oder Lowlight. Das sind verschiedene Berechnungsmöglichkeiten, wobei ich sagen muss, dass die Denoise AI-Variante eigentlich am besten funktioniert. Aber das kannst du ja selber mal ausprobieren und hier die Demo-Version dieses Programms mal runterladen. Also unter AI Clear, da kann ich entweder Remove Noise, also die Rauschreduzierung auf Low, Mittel oder High einstellen und hier kann ich noch entweder die Sharpness, also das Nachschärfen auf Low oder High einstellen. Außerdem gibt es hier unten immer die Möglichkeit, nochmals etwas die Originaldetails rausrechnen zu lassen, also beziehungsweise reinrechnen zu lassen und auch hier unter Color Noise Reduction kann ich die Farbrauschreduzierung auch noch etwas einstellen. Unter Lowlight gibt es dann noch spezielle Filter, beziehungsweise hier fährt das Programm etwas stärker rein, wenn ich ein Bild habe, das wirklich extremes Rauschen hat, aber ich würde mal sagen, für unser Bild hier passt Denoise AI sehr gut. Hier kannst du auch einstellen, einmal Remove Noise, was so viel heißt wie Rauschreduzierung und dann einmal hier erweiterte Sharpness. Also die Schärfe des Bildes kannst du hier noch etwas anpassen. Auch hier haben wir die vorher angesprochenen Punkte, einmal die Originaldetails rekonstruieren zu lassen und einmal hier das Farbrauschen rauszurechnen. Farbrauschen habe ich hier ja keines, da ich das vorher schon im Kamera-RAW rausgenommen habe. Und deswegen gehe ich jetzt hier mal auf den Punkt Auto. Denn wenn ich das anklicke, dann stellt hier Topaz Denoise AI automatisch die Einstellungen ein, was hier Topaz Denoise AI für optimal empfindet. Wie du auch hier sehen kannst im Vorher-Nachher-Vergleich, also hoppala, ich schiebe hier diesen Regler mal nach links oder rechts, siehst du auch hier, ist das Rauschen wirklich sehr, sehr gut weg. Ich kann hier im Miniaturfenster auch etwas weiter nach unten gehen, um hier wieder den Bereich der Haare zu haben. Schiebe mir hier den Regler rüber und wie du sehen kannst, ist hier das Rauschen wirklich sehr, sehr gut weg, aber die Details sind dennoch gut vorhanden. Wenn mir das so passt, dann klicke ich hier unten auf Apply, also auf OK. Dann rechnet hier der Filter ein wenig, beziehungsweise das Plugin
und sobald die Berechnung fertig ist, sehen wir uns im Photoshop dann wieder. Ja, nun hat Topaz AI fertig gerechnet. Ich zoome hier wieder auf 100% rein und kann mir nun das Bild im Vorher-Nachher-Vergleich mal ansehen. Also ich gehe hier auf das kleine Augensymbol, um die Ebene mal auszublenden. Und wie man hier sehen kann, ist das Rauschen wirklich sehr, sehr gut rausgerechnet worden und auch die Details sind weiterhin sehr, sehr gut vorhanden. Ich reduziere das wieder mal auf die Hintergrundebene und speichere mir auch dieses Bild hier mal ab. Und zwar speichere ich mir dieses Mal das Ganze als neues AI ab. Denn nun werden wir uns die Bilder nebeneinander mal ansehen. Also ich öffne mir hierfür auch noch die anderen Bilder. Das heißt, einmal haben wir hier die Variante, die wir mit Photoshop rausgerechnet haben, einmal die Variante, die wir in Camera Raw rausgerechnet haben und unser besagtes neues AI-Bild haben wir hier ja schon in Photoshop geöffnet. Also ich öffne das, dauert einen kurzen Moment und dann kann ich hier unter Fenster anordnen, die drei Bilder nebeneinander ansehen. Auch hier zoome ich bei jedem Bild auf 100% rein und gehe auch hier wieder, ich würde mal sagen, in diesen Bereich. Dasselbe mache ich mit dem mittleren Bild, also mit dem Bild von Camera Raw. Ich muss hier noch einen Schritt reinzoomen. Und dann haben wir hier noch als letztes Bild das Bild von Dnoise AI. Wie man hier sehen kann, finde ich, hat Dnoise AI wirklich sehr, sehr saubere Arbeit gemacht. Denn ich gehe mal hier auf 200%. Denn hier zum Beispiel im Bereich des Kreuzes sieht man bei den anderen Bildern, geht etwas an Detailreichtum verloren. Also hier zum Beispiel in dieser Hose, ich hoffe, ich sage hier nichts Falsches, hier im Bereich dieses Wickels oder dieser, sagen wir nun mal Hose, geht hier bei den anderen Varianten doch etwas der Detailgrad verloren. Ja, wie sieht das Ganze nun aus, wenn du gleich mehrere Bilder hast? Das geht nämlich ganz einfach. Dann öffnest du einfach das Programm Topaz Dnoise AI, also das Programm selbst, nicht den Filter, und gehst hier auf Browse. Denn nun kannst du dir zum Beispiel hier mehrere Bilder markieren, diese einfach über Öffnen öffnen. Dann gehst du hier auf Select All und kannst hier auf Automatik klicken. Nun stellt hier Topaz Dnoise AI automatisch alle Einstellungen so ein, wie es optimal rausgerechnet werden sollte. Alles, was du nun machen musst, ist nur hier auf Save 5 Images oder wie viele Bilder du auch immer hast zu gehen. Dann kannst du dir hier den Ordner auswählen, wo du das Ganze gerne rausspielen möchtest. Ich nehme hier zum Beispiel den Desktop und klicke dann auf Ordner auswählen. Nun klicke ich auf Start. Und das Ganze läuft hier automatisch von ganz alleine ab. Natürlich kannst du so etwas auch im Lightroom machen. Das heißt, wenn ich hier diese verschiedenen Bilder hier habe und auch hier mehrere gleich mit denselben Einstellungen versehen möchte, also das heißt mit denselben Rauschreduzierungseinstellungen, dann wähle ich mir ganz einfach alle diese Bilder aus und gehe dann auf Einstellungen synchronisieren. Hier gehe ich erstmal auf Nichts auswählen, denn ich möchte hier nur die Rauschreduzierung wählen. Das kann ich nun synchronisieren. Doch was nun der Nachteil hier ist, ist, dass ich hier wirklich immer dieselben Rauschreduzierungseinstellungen habe und nicht auf jedes separate Bild angepasst. Das ist meiner Meinung nach einer der speziellen Stärken, die Topaz Dnoise AI hat. So, da du nun diverse Möglichkeiten zur Rauschreduzierung gesehen hast, kannst du nun vielleicht besser selbst entscheiden, welche dieser Möglichkeiten am besten zu dir passt. Solltest du dich aber für Topaz Dnoise AI entscheiden, dann würde ich dir empfehlen, das Ganze über den Link zu machen, den ich dir unten in die Beschreibung gepackt habe. Denn nur so erhältst du -15% Rabatt. Ich für meinen Fall muss sagen, dass ich mit den Ergebnissen von Topaz Dnoise AI sehr zufrieden bin und es jederzeit wieder kaufen würde. Ja, das war's dann auch schon wieder für dieses Video. Und wie immer gilt natürlich, wenn dir dieses Video gefallen hat, dann gib mir doch bitte ein Like und vergiss auf keinen Fall, meinen Kanal zu abonnieren, um keines meiner weiteren Videos rund ums Thema Bildbearbeitung und Fotografie zu verpassen. Ich freue mich, wenn du das nächste Mal wieder hier bei mir vorbeischaust.